Saubere Hände sind das Mindeste, auf das Iris Schäfer achtet. Sie ist eine der Fachkräfte, die im Heilig-Geist-Hospital in Bingen für Hygiene zuständig sind. Das Binger Krankenhaus gehört zu einem Netzwerk, das die Ausbreitung von multiresistenten Erregern, sogenannten MRE, vermeiden will und wurde kürzlich in puncto Hygiene ausgezeichnet. Was gehört alles zur Krankenhaushygiene? Das geläufige Wort Krankenhauskeime ist irreführend. Die Keime sind nicht im Krankenhaus, sie kommen erst durch Patienten oder Besucher ins Haus. Deshalb werden hier Risikopatienten mit einer Vorerkrankung oder aus Pflegeheimen auf multiresistente Keime untersucht. Je nach Ansteckungsgefahr wird der Patient untergebracht, hochansteckende Patienten sogar isoliert. Vor dem Betreten des Zimmers ist ein festgelegter Ablauf penibel einzuhalten. Nur so kann die Ausbreitung von Keimen auf einer Station verhindert werden. Für jeden Erreger gibt es im Heilig-Geist-Hospital genaue Vorschriften. Um zu sehen, ob Keime auf bestimmten Stationen gehäuft vorkommen, liest Iris Schäfer jeden Tag die Befunde aus dem mikrobiologischen Labor und erfasst die Daten. Zu ihren alltäglichen Aufgaben gehört auch die Kontrolle, ob die Hygienevorschriften eingehalten werden. Sind Verpackungen unbeschädigt? Und werden Haltbarkeitsdaten von Instrumenten eingehalten? Werden Medikamente vorschriftsmäßig gelagert und wird das Öffnen nicht haltbarer Medikamente vermerkt? Auf jeder Station gibt es Hygienefachkräfte, die von Iris Schäfer regelmäßig geschult werden. Warum wird Hygiene in Krankenhäusern immer wichtiger? Steril zu arbeiten, keine Keime im medizinischen Umfeld zu haben, ist eigentlich selbstverständlich. Doch die Erreger haben sich verändert, sodass möglichst früh und weitreichend gegen sie gekämpft werden muss. Unser Ansatzpunkt, das ist Hygiene hier allgemein, ist die Prävention. Das heißt, wir sorgen dafür, dass nicht andere Patienten diesen Erreger auch bekommen und dann entsprechend eine gefährliche Infektion. Während die Therapie, der kurative Ansatz, von den Kollegen, den Klinikern auf der Station übernommen wird. Auch der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika gehört zur Krankenhaushygiene. Antibiotika werden zum Teil recht unkritisch eingesetzt. Nicht nur in der Humanmedizin, übrigens der allergrößte Teil in der Humanmedizin im ambulanten Bereich, sondern auch in der Tiermast, sodass wir schon von außen in die Krankenhäuser Patienten bekommen, die Träger von multiresistenten Erregern sind. Welche Keime sind problematisch? Weltweit gibt es immer mehr antibiotikaresistente Keime. Nicht nur den schon länger bekannten MRSA. Problematisch werden aber zunehmend die sogenannten gramnegativen Erreger, bei denen wir keine Maßnahmen haben, sie wieder vom Patienten, wenn er sie als Kolonisation hat, zu entfernen und die uns mehr und mehr schwierige Infektionen bescheren. Gramnegative Bakterien können überall sitzen. Sie kommen vorwiegend im Darm, aber auch im Trinkwasser vor. Auf Geflügel gibt es immer wieder Nachweise von gramnegativen Erregern. Die machen uns Sorge, weil sie schwierig zu therapieren sind und eigentlich nahezu jede Infektion auslösen können. Wie sieht die Zukunft aus? Die gute Nachricht: Keime werden auf Desinfektionsmittel nicht resistent reagieren. Sie bleiben wirksam, anders als Antibiotika. Wenn wir nicht weiter auf diesem Weg der Prävention, sprich der Krankenhaushygiene, aktiv sind, kommen wir in ein postantibiotisches Ära. Das bedeutet, dass ein normaler Infekt mit den Antibiotika nicht mehr zu behandeln ist und wir dann abwarten müssen, ob der Patient überlebt oder nicht und damit natürlich die Risiken für die Bevölkerung deutlich zunehmen. Fazit: Die konsequente Einhaltung strenger Hygienevorschriften wie hier in Bingen ist leider noch nicht überall Standard. Dabei entscheidet vor allem der verantwortungsbewusste Umgang mit Hygiene und Antibiotika darüber, ob Keime in Krankenhäusern auch in Zukunft beherrschbar bleiben.